so steht, einen rechten Winkel zu einer horizontalen Fläche. Einmal oben, aber da kann man ruhig ein bisschen so auf der Seite runterziehen. Das heißt, halt nicht nur oben runter, sondern du hast immer noch genug Fläche unter, was nicht frei ist. Ja? Nicht ausdrücken. Ja, doch schon zu winzig. Dann kurz antippen und sehen wir, in welche Richtung das X ablenkt. Das geht zum Abschluss. Einige tolle Versuche. Griff und markiere den Scheitelpunkt, dort ist er da oft Angriff. Markiere hier eine kleine Markierung, so ein Scheitelpunkt. Ja. Begeisterung. Der geht schön, ja. Der geht sogar auf Kommando, ja. Siehst du auf den weißen Rand, was da? Magst du den Namen? Der fliegt eh gut. Notleistung und so. Danke. Ziehst du es dabei an? Jetzt gibt man etwas von der Butter da drauf, es geht auch Wachs, aber Butter ist dann besser zum wieder entfernen. Dieser Luftpolster in der Thermoscheibe sozusagen, der hält also die Hitze weg ab und da fängt es an zum Schmelzen. Jetzt fängt es an. Da schmilzt du gar nicht, da schmilzt du ordentlich. Das wäre dann die gemischte Schaltung, ja? Das sind nicht recht viel. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Strom. Kurz drauf. Ah! Warte, geht auf die Wette. Los. Aufheben. Zwischen die durch, okay? Nein. Innen. Das ist das. Innen. Passt. Und dann wieder selbst ausprobieren. So, tippen wir auf einen Faden. Mittig drauf. So ist der Faden der Mitte ist ungefähr. Ja. Ja. Hinein. Dreht sich in die Richtung, bleibt stehen. Ja. Dreht sich wieder aus in die andere Richtung. Dreht es wieder in die andere Richtung zurück. Also schön Totalreflexion und die Finger sind verschwunden. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist diese Epaulette. Wer das eine holt, desto gescheiter wird es wahrscheinlich sein. Ja, das ist super, ja. Das ist so. Das zweite ist, dann ist die Beugung. Jetzt sind wir bald fertig. Die Beugung, dann machen wir wieder finster. Sicht mal schön, ja. Lass nicht viel einschreiben selbst, aber einen merkst, dann schreibe ich den hin. Ja, je kürzer, desto Kraft. Ja.